Dan moest ik te vertellen, wenn ich aufgewachsen bin, mal toll, was man noch gemacht hat. Wenn wir 7, 8 im Nest hineingeflogen sind, ja, im Bett hinein. Also, los geht's. Also, ich bin der Judy von Meiertal. Aufgewachsen bin ich in Hause. Wir waren 8 Gaufen. Wir haben 2 Bäcker. Und alle 8 Gaufen sind im gleichen Bett hineingelegen, gleich einig. Und dann ist das am Abend etwas losgegangen. Da haben wir etwas Krach gehabt. Da ist der Vater drinnen gekommen, den Gurt abgezogen, etwas eins auf den Arsch aufgeschlagen. Der andere Tag hat es geheißen, jetzt gibt es Strafe. Oder? Du musst eine Woche abwaschen. Dann sind wir sukzessiv langsam zur Schule gegangen. Oder? Die erste Klasse. Und dann ist man immer älter geworden. Dann haben wir irgendwie gewisse Sachen gesehen, was man machen kann mit Freiben. Und dann haben wir die Freiben wieder etwas geblockt. Dann haben wir wieder in der Schule bleiben, weil wir dann Freiben nicht mehr nachmachen, wie sie daheim waren. Oder? Immer solche Mätzchen. Dann haben wir mal Kräse gegessen, auf einem Baum rauf. Nachher plötzlich schauten die Eltern raus und dann wieder den Nachthafen rausgerät, auf die Kräse rauf. Und wir wieder die Kräsebeine mit dem. Das war natürlich nicht mehr so angenehm gewesen, oder? Dann haben wir halt den Kräsebeine mit dem Motorsäge umgehauen, da hat es keinen Krach mehr gegeben, oder? Und so ist das immer ein bisschen weitergegangen. Und dann war man langsam so 16, 17, ich konnte den TÜV fahren. Oder? Manchmal hatten wir früher nicht so viel Geld. Dann haben wir natürlich gedacht, was können wir da machen, dass man zu Geld kommt. Dann haben wir so Nägel in die Straße reingeredet und einer kam mir dicken Leute. Oder? Dann haben wir wieder Radwechsel machen geholfen. Dann haben wir wieder 2-3 Franken bekommen. Dann haben wir natürlich für das TÜV wieder den ganzen Tag umeinander fahren. Im Prinzip, oder? Früher hat der Benzin nicht so viel gekostet. Dann haben wir probiert, wieder die TÜV zu frisieren, oder? Dann bin ich einmal da in die Lehre gekommen zum Brandappen. Mit Albuschlösser. Dann bin ich zum Brandappen gekommen, dann haben wir probiert, Motorwellen zu frisieren. Dann habe ich einen angebracht, der hat einen Zweigänger. 120 hat er gemacht, oder? Ich bin mal der Rheinacht hinterher gefahren. Da sehe ich eine Urnennummer, 15, 17, alter VW-Käfer. Ich dachte, ja, den überholst du, oder? Ich, den überholt, dann war der Polizist, der Kragenhahn vom Steg. Und nachher ist es losgegangen. Dann haben sie mich da heimfahren und dachte, ja, jetzt musst du mich nur verstecken, den Job abzugen, verkehrt den Weg angelegt. Und nachher bin ich schauen, ob vielleicht Schrot rum waren, oder? Plötzlich kommt er zu Kragenernst mit dem Hund. So, Herr Meiertaler, jetzt haben wir dich verwitscht. He? Wo hast du das Töffli? Das Töffli ist in dem Verkehrshaus draussen, oder? Die schnellste Töff in der Kantonuri. Ja, natürlich, früher, was hast du wollen? Da, stundenweise hast du mir so Töff fahren, bis du daheim warst. Also in 20 Minuten habe ich heimweg ins Meiertal. Das sind ungefähr 25 Kilometer. 20 Minuten bin ich daheim mit dem Töff. Das ist gut gelaufen. Aber das Problem war einfach, wir mussten alle Monate das Lager wechseln. Oder? Frische Lager rein. Dann habe ich daheim den Mutter den Backofen gebraucht. Oder? Weil das Aluminiumkies wieder zusammenzieht und das Lager hebt wieder. Oder? Die Mutter wollte einen Kuchen backen und ich hatte natürlich wieder den Motor drin. Oder? Also haben wir immer etwas weiter geschieden. Und dann habe ich meinem Vater den TÜV wieder genommen. Oder? Mit dem ein bisschen gefahren, dann hat es mir den Kalonnenstein angerührt. Dann habe ich mir einen Sackklumpen wieder aufgebunden. Morgen hat der Vater in die Alpen raus, hat den Motor vorne auf den Schweipen, ist nie mehr gegangen. Oder? Dann bin ich auch wieder der Neger gewesen. Oder? Dann haben wir in unserer Familie haben wir gesehen, ja, auf der Straße liegt das Geld. Oder? Und dann haben wir den Vater langsam auf den Alpen raus verkauft an der Straße. Und dann hat es wieder Bussen gegeben. Dann bin ich wieder vom Polizeiposten gelandet. Der Vater musste mich wieder holen, hat wieder 20 Franken müssen zahlen, hat mich wieder rausholen. Oder? Das ist verboten und weiss der Gucker was. Und mit den Jahren hat es das gegeben, hat es eine Bewilligung gegeben, dass man für die Straße die Alpen raus verkaufen kann. Und jetzt machen wir das schon 30, 40 Jahre. Macht das der Vater schon. Früher ist er der Schöne hinten, wo die Nationalstraße noch nicht war. Da ist noch gut gelaufen und jetzt ist er natürlich Geschenen, oder? Also richtig andermal rauf.
Da verkauft er jetzt, aber das ist nicht mehr der grosse Umsatz ist das nicht, oder? Also der kommt vermutlich nicht mehr, oder? Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte, aber wenn man die Arbeit alles rechnet, oder? Die ganze Familie macht noch ein bisschen mit, oder? Und sonst allein magst du das nicht machen, oder? Also meine Mutter ist jetzt gestorben vor einem halben Jahr, also vor einem Jahr, oder? Und der Vater, der mag jetzt auch nicht mehr so, oder? Aber er verkauft den Alperus, aber holen geht er keine mehr. Also ist die ganze Familie, die sagt, ja, wir gehen noch ein bisschen Alperus holen und Heidelbeere, oder? Und da läuft noch etwas, zum Beispiel die Schwester ist ja mit dem Vater daheim, oder? Und die muss ja irgendwie auch etwas halt zum Leben, oder? Dann sagen wir, ja, ein bisschen Alperus verkaufen und ein bisschen Heidelbeere. Und das gibt immer ein paar Fränkchen, als man wenigstens überleben kann, oder?